So, Bernd Kofler, super Saison für Uttenreuth. 6-8 Punkte, 3 Siege, super. Hättet ihr es so erwartet? Absolut. Nee, also überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das hat am wenigsten erwartet. Da gab es ja auch diverse Kommentare vorher, Kanonenfutter und haben da nichts verloren. Die Mannschaft viel zu schwach. Aber mit 6 Punkten, ich hatte die Hoffnung, 1-2 vielleicht zu holen, dass wir 1-2 Spiele holen können. Aber 6 Punkte hätten wir niemals erwartet. Angesichts der Konkurrenz hier in der Liga. Nee. Ja, war der Derby-Sieg gegen den Club besonders schön? Naja, ein Spiel wie das andere. Naja, klar, war riesig. Vor allem die Art und Weise auch mit den vielen Uttenreuther Zuschauern, mit der tollen Stimmung dort. Waren jetzt vielleicht nicht mehr als die Nürnberger Zuschauer. Die Nürnberger waren ja sehr neutral, während wir ja viele mit Ultra-Tendenz haben. Also da ging ja richtig, Jo hat geschrieben, der Pfalzner Weiher hat gebebt und das kann man wirklich so unterschreiben. Ja, riesen Dampf im Kessel und hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und, ja, da lief halt einfach alles günstig, alles was laufen konnte. Wir hatten ein paar Partien gar keine Chance, aber das, was wir uns holen konnten, haben wir uns geholt. Und dann ja, ein bisschen glücklich auch 5-4 gewonnen, ganz klar. Es war uns von vornherein klar, dass wir auch Glück brauchen, um die Liga zu halten. Ja. Und ich denke, das hat man dann schon in entscheidenden Momenten. Jetzt ging es ja heute nur noch um den vorletzten Platz eigentlich, nicht Abstieg war ja safe. Ist es schon jetzt raus, ob ihr vorm Club seid? Ja, also es geht nie nur um irgendwas, es ist ja immer die Bedeutung des Spieltags, ist ja für uns auch immer wichtig, ganz egal wie die Situation ist, wie die Tabellenkonstellation ist, ist es ja immer wichtig, dann hier einfach nochmal einen Kampf abzuliefern, den Zuschauern was zu bieten und einfach, auch wenn es in der Tabellenkonstellation keinen Unterschied macht, einfach nochmal mit dem Sieg vielleicht auch rauszugehen. Das haben wir jetzt heute überhaupt nicht geschafft, aber es war ja wieder so ein bisschen Fernduell mit dem FCN. Wir hatten schon ein wenig den Ehrgeiz, nicht Vorletzter zu werden und das haben wir geschafft. Der Club hat 7-2 verloren gegen Gladbach. Ah, okay. Das heißt, wir sind definitiv vor dem FCN. Wir haben kein Problem mit dem FCN, darum geht es jetzt nicht, aber einfach nur ein Team hinter uns zu lassen, nicht Vorletzter zu werden. 6 Punkte, tolle Ausbeute, aber dann Vorletzter sähe dann doch ein bisschen bitter aus und die Tabelle, die ist jetzt manifestiert für 10 Monate im Tennis, ist ja immer eine ewige Pause und da als Drittletzter drin zu stehen, das gefällt uns schon gut. Ja. Nee, das haben wir erreicht und sind wir trotz der Niederlage heute eigentlich sehr glücklich. Okay, noch eine persönliche Frage. Du bist ja normalerweise im Skisprungzirkus zu Hause als Andi Kofler. Jetzt hast du dich eine Saison brutal für den SCU engagiert. Fällt es dir schwer, die Umstellung vom Skisprung? Gar nicht, das ist ja das Schöne im Tennis, dass die Saison in 4 Wochen rum ist und dass man dann wieder reichlich Zeit hat, sich auf Skisprung zu fokussieren. Und von daher, nee, überhaupt kein Problem. Im August passiert da eh wenig in der Skisprungszene und da geht es jetzt eben wieder los. Jetzt geht's los, ne? Ja. Das passt wunderbar. Okay, Andi, ne? Ja. Okay. Alles gut, ja? Danke. Weiterhin, super Saison. Danke.